Zuletzt haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie den Frequenzumrichter G120P einrichten und den erweiterten Notfallbetrieb ESM mit PID-Regelung konfigurieren. In der Praxis gibt es in einer Anlage zahlreiche Umrichter, die auf identische Weise in Betrieb genommen werden müssen. Die Motorleistung kann jedoch je nach Umrichter variieren. Wir möchten Ihnen zeigen, wie einfach es ist, eine Serieninbetriebnahme mit der Starter-Software durchzuführen. Nachdem Sie den Umrichter, wie im letzten Film gezeigt, konfiguriert haben, müssen Sie sicherstellen, dass alle Daten vom Umrichter auf den PC geladen werden. Wir gehen jetzt offline. Wählen im Projektbaum auf der linken Seite unseren Umrichter, den GN120 mit CU230P2BT und öffnen das Menü. Unter Control Unit finden Sie den Punkt Expertenliste. Doppelklicken Sie auf diesen Menüpunkt, um ihn zu öffnen. Die Parameter können entweder als Parameterliste gespeichert werden, eine Liste aller geänderten Parameter, aber ohne die geänderten Werte, oder als Werteliste, die alle Werte in den geänderten Parametern enthält. In diesem Beispiel wählen Sie die Werteliste. Wählen Sie dann den gewünschten Ordner und geben einen Dateinamen ein. Diese Werteliste kann jetzt in andere Umrichter geladen werden, damit sie auf identische Weise konfiguriert werden. Das Einzige, was Sie nach dem Laden einer Werteliste tun müssen, ist die Motordatenidentifikation zu wiederholen, um den Umrichter für den jeweiligen Motor zu optimieren. Wenn an den Umrichter ein anderer Motor angeschlossen ist, brauchen Sie nur die Grundinbetriebnahme zu wiederholen, um die Motordaten zu korrigieren. Öffnen Sie jetzt die Expertenliste des Zielgeräts im Offline-Modus. Um eine benutzerdefinierte Werteliste zu laden, klicken Sie einfach in der oberen Leiste auf den Button Werteliste laden. Wählen Sie die richtige Datei und klicken Sie dann auf Öffnen. Jetzt wird ein Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der Werte in der benutzerdefinierten Liste angezeigt. Übernehmen Sie die Änderungen, um die Werte zu laden. Gehen Sie dann online und laden Sie das Projekt in das Zielgerät. Setzen Sie einen Haken im Kästchen RAM nach ROM, um die Daten im nichtflüchtigen EEPROM des Umrichters zu speichern. Wenn der Motor des Zielumrichters andere Leistungswerte aufweist, führen Sie eine Grundinbetriebnahme durch. Die I/O-Konfiguration darf nicht geändert werden, weil sonst die programmierte Anwendung geändert wird. Wählen Sie am Ende der Inbetriebnahme die Option Nur Motordaten berechnen, da andernfalls die Anwendung gelöscht werden könnte. Setzen Sie einen Haken im Kästchen RAM nach ROM. So einfach ist es, mit der Starter-Software eine Serieninbetriebnahme von G120P-Umrichtern durchzuführen. Thank you.